Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zu einem neuen Stadion-Vlog. Der erste für mich in dem Jahr 2024. Ich habe es vorher leider nicht geschafft, ins Stadion zu gehen. Ja, ich wünsche euch auf diesem Wege nochmal, auch ein bisschen verspätet, alles Gute und frohes neues Jahr. Nochmal vielen Dank für den grandiosen Support im letzten Jahr für mich. Ich hoffe, dass der Trend für mich immer noch weiter nach oben geht, dass ihr mich zeitlich unterstützt. Davon gehe ich aus. Danke schon mal im Vorfeld. Ja, für mich geht es dieses Wochenende nicht zum Dortmund-Spiel. Dortmund hat ja gestern einen souverän 0:0 gespielt in Heidenheim, wo man sagen muss, dass die Heidenheimer deutlich besser waren als die Dortmunder, bis auf die letzten 10 Minuten. Ich sage da nichts zu. Ja. In diesem Video geht es um ein anderes Spiel. Ich werde nicht mal meinen Senf dazugeben, was Dortmund dieses Wochenende gemacht hat. Ja, ich werde jetzt gleich abgeholt. Wir haben es 7 Uhr ungefähr, kurz nach 7. Ich werde jetzt gleich abgeholt. Dann gehe ich zum Bahnhof und dann nehme ich einen Zug. Wo es hingeht, werdet ihr gleich sehen, wenn ich dort angekommen bin. Für mich es ist heute eigentlich ein geiles Spiel. Ich hätte nicht erwartet, dass die beiden Vereine zu dem Zeitpunkt der Saison so weit oben stehen. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst bitte ein Like da, ne? Kommentiert. Und am Ende des Videos könnt ihr auch bitte ein Abo dalassen. Wenn euch das alles gefallen hat, wenn ihr die nächsten Videos, die jetzt in der näheren Zukunft alle kommen werden. Weil hier sind viele Stadionbesuche auf meiner Seite geplant. Ja, dann lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns am Stadion oder vorm Stadion und habt Spaß mit diesem Video und Dankeschön für euren Support. Haut rein. So Leute, angekommen in Hamburg, wie man unschwer erkennen kann. FC St. Pauli heute absolutes Topspiel. Pauli gegen Fürth, erster gegen zweiter in der zweiten Bundesliga. Ich habe schon richtig Bock. Ich hoffe, das Spiel verspricht das, was draufsteht: erster gegen zweiter, dass hier viele Tore passieren. Der Fürth ja eine Offensive, Pauli allgemein die deutlich stärkste Mannschaft in der Liga. Und ja, wie gesagt, ich nehme euch mit rein. Wir stehen auf der, was ist das hier? Auf der Nord ist das. Hier vorne. Und ja, wunderschönes Stadion. Dieser alte englische Charme. Geil. Ich hab hier richtig Bock. Let's go. So, wir befinden uns im Stadion. Wir befinden uns hier auf der Nord. Das Geile ist hier, ist alles Stehplatz. Ja, die Nord, die Ost und die Süd, alles im Unterrang. Stehplatz, oben Sitzplatz, nur die ausschließlich die West hat komplett Sitzplatz. Das schöne Stadion, glaube ich, 25.000 passen da jetzt rein. Schöner Charme. Oh, gleich geht's los. Auf der Seite hier vorne sind die Fürther in der Ecke und da hinten komplett die ganze Pauli Ultras. Die werden richtig Gas geben da hinten und hoffentlich hören wir ein paar Fürther. Vielleicht sind das, keine Ahnung, wie viele das sind, 500, 600 heute. Ja, da wurden auf jeden Fall 400 Karten zurückgegeben von den Fördern an Pauli, aber mal schauen, was hier heute abgeht. Ja, im Stadion muss man sagen, noch relativ leer, bis auf die Stehplätze hier drüben. Stehplätze, alles voll. Der obere Bereich, den man hier sieht, ist noch alles. Sitzplatz auch noch leer, aber an sich schon eine schöne Kulisse hier. Wenn das Stadion komplett voll ist und auch mal hier der Dom an der Seite ist, sieht schon richtig geil aus. Auf ihn habe ich auch Bock. Auf ihn. Auf Elias Saad, der ehemalige Fußballspieler. Was Pauli immer macht, das finde ich mal ganz geil. Die spielen die Hymne der Gästefans. Schön von Greuther Fürth jetzt eben hier.
Unsere Nummer ist Ewel Mannschaftskapitän am heutigen Tag. Mit der Rückkehr Nummer 10 ist Marcel Harte. Einfach nur genießen jetzt. In die Ferne hinaus. Das Herz von St. Pauli, das ruft mich zurück. Denn dort an der Elbe, da wartet mein Glück. Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat in Hamburg. Da bin ich zu Haus. Sagen muss, was jetzt gleich geil ist, schön Hells zum Anlauf. Übrigens, bevor ich es vergesse, ich bin heute mit meinem Bruder oben bei Vater hier. Ja, ich frage mal nach dem Prediction, wie es aussieht. Was denkst du heute? Ich sage jetzt 3-2 für den FC St. Pauli. 3-2? Okay. Was denkst du denn für die Prediction heute? Oh, das wird richtig groß heute hier. Richtig groß. Ja. Ergebnis? Was ist das Ergebnis? 1-0 für den Magischen. Ein ekliges 1-0, sagt er. Ein ekliges 1-0, mein Bruder 3-2. Mein Tipp ist heute. Eigentlich war ich auch 3-2 Tipp, aber das gleiche zu tippen ist scheiße. Ich sag mal 3-1. Schönes 3-1, wir führen 3-0. Und am Ende macht noch Kräuter Fürth mit Hilgotta, der ein geisteskranker zweiter Ligaspieler ist, macht die noch das 3-1. Und ja, wieder 3-1 ist mein Tipp heute. Auf jeden Fall Sieg FC. Und ja, geiles Spiel. Hells Belzer klingt. Und die Mannschaft wird begrüßt mit der kleinen Choreo. Nochmal kurz. Die Ante. Hier heute im Stadion auch die ersten 12 Minuten als Protest ohne Unterstützung gegen den VfL, was auch zu Recht ist. Hier vorne, wer schießt? Queen, der alte Münchner. Scheiß DFL! Jetzt ist die Stimmung da, jetzt bringt auch richtig Spaß. Ja. Was ist das denn für eine Chance? Sack Bole! Sack Bole! Und mach ihn! Oh! Der muss doch mal drin sein jetzt! Lauf, Junge, lauf! Oh, sowas wird sich rächen, leider. Das ist Fußball, sowas wird sich leider rächen. Ich hoffe nicht, dass wir kein Holz bei dir, aber. Im normalen Fußball rechts ist sowas. Scheiße, ey. Oh. Ja. Oh. Ja. Und unser Torschütze hat die Regelnummer 17. Sein Name ist Dampo Afunayan, Fußballgott!
Schön verteidigt. Klasse. Das war das 2-1 aus dem Nichts. Einfach aus dem Nichts. Ja, das war, ja. Ja, der erste oder zweite, ja, der zweite Torschuss. Einfach aus dem Nichts. 2-1. Scheiße. Ja. So, mein Halbzeitfazit. Man muss sagen, Paul ist deutlich besser, viel besser im Spiel. Ja, ich habe ihm gerade nachgezählt. Ich glaube, Fürth hat 2 Schüsse davon, 1 aufs Tor und der war drin. Naja, Pauli müsste ja eigentlich 4-1, 5-1 führen von den Chancen, die er hat, die hochkarätiger hatten. Aber an sich ein gutes Spiel von Pauli. Ja, meiner Meinung nach, der Schiri ist etwas kleinlich, aber auf beiden Seiten. Ne? Ja, muss man sagen. Pauli, wie gesagt, verdient in Führung. Und ich hoffe mal, dass das Fürth jetzt in der zweiten Halbzeit ein bisschen zulegt und das Spiel noch aggressiver gestaltet. Ja. Ja, auf jeden Fall, Pauli gewinnt das heute. Da bin ich fest entschlossen. Der Leistung, die sie jetzt in der ersten Halbzeit gezeigt haben, bin auf jeden Fall zuversichtlich. Bin ich zuversichtlich, dass es positiv rausgeht wie Pauli. Schauen wir mal, ne? Wir bedanken uns heute bei 29.035 Menschen im Stadion. Durch. Ja, 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 ja! Das ist zu einfach! Ein Doppelpass! Leute! Das ist zu einfach! So geht man das aus der Hand. Meine Fresse, wie schlecht. 59. Spielminute fällt das 2-2. Torschütze für die Gäste ist jemand 2, Simon Asker. Was hier jetzt gerade runter kommt, dann Regen. Ja. Das ist ja typisch Hamburger Wetter. Mein. Ja, schön, 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 schön. Gegen euch, nur der BVB, nur der BVB. Wer weiß, wenn ihr so weitermacht, auf jeden Fall.
So Leute, hier wo alles angefangen hat heute Morgen. Ja, kommen wir zum Ende. Das war ein kurzer, knackiger Stadion-Vlog. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Wie gesagt, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, einen Kommentar da lasst und ein Like auf dieses Video. Das war ein Einblick am Millerntor. St. Pauli gegen Greuther Fürth. War ein richtig geiles Spiel. Fazit nochmal zum Spiel. Erste Halbzeit Pauli deutlich besser. Hätte 5 Tore schießen müssen. Zweite Halbzeit komplett umgekehrtes Spiel. Da kann Pauli froh sein, dass sie noch den Sieg zu Hause gelassen haben. Hätte unentschieden ausgehen müssen eigentlich das Spiel. Von den Chancen her erst in zweiter Halbzeit. Trotzdem ein wichtiger Sieg für Pauli. Im Aufstiegskampf. Was soll ich dazu noch sagen? Meiner Meinung nach, ich hoffe, dass die beiden Hamburger Vereine es schaffen, Pauli und der HSV. Ich möchte beide gerne in der ersten Liga sehen. Wäre wichtig für die erste Liga auch mal wieder mehr Nordclubs drin zu haben, außer Werder und Wolfsburg. Wolfsburg zieht jetzt mal einen Nordclub dazu. Meiner Ansicht nach war es ein sehr, sehr geiles Spiel. War auf jeden Fall erstligareif. Schönes Hamburger Schiedwetter, aber ja. Für mich geht es jetzt gleich in eine Koje. Ich bin echt platt, echt müde. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Stadion-Vlog. Der folgt demnächst wahrscheinlich beim HSV. Da werde ich euch mitnehmen. Seid gespannt. Wie gesagt, bis dann. Haut rein.